Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Ja, ich wurde infiziert von einem Pleitegeier. Ja, wir haben Besuch bekommen in der Nacht von einem Aasgeier-Bärchen. Einer ist schon erlegt. Einer ist schon down, so schnell down, gegangen, ja, dass wir jetzt erst aktiviert haben. So. Können wir kurz schauen. Ja, wir sind Tag 7, wir sollten noch rundherum absichern. Ja. Holzfarmen und Spikes. Da unten liegt er. Wo bist du? Werden wir dann auch gleich looten. Und ich werde mir was einschmeißen. Ah ja, da drüben bist du. Und der zweite kreist da irgendwo zwischen den Bäumen herum. Ich werde mir was einschmeißen. Wo ist das Antibiotikum? Und jetzt ist er mittlerweile komplett weg. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eines haben. Nö. Nicht? Nope. Apotheke? Haben wir noch nicht gefunden, haben oder? Haben wir noch keine gefunden, ne? Jetzt bei der neuen Staffel. Ja, dann... Okay. Magst du dich auf oder soll ich suchen? Du, ich bin sowieso schon infiziert. Dann suchst du, ne? Ich leg da rechts meine 5 Spikes, meine heißen 5 Spikes rein. Und ich farme. Und du farmst und du sollst bitte Spikes produzieren. Ja. Momentan kann ich noch nichts produzieren. Rechts ist nichts drin. Rechts dann heiße 5 Spikes. Oder warte mal. Rechts ist nichts drin. Ah, ich hab's vergessen. Entschuldigung. So, jetzt hast du sie. Gut. Ja, Holz ist Mangelware im Moment. Aufgrund der Spike-Produktion. Das heißt, ich werde den Tag verbringen mit Holzfarmen und schauen, dass man kein Aasgeier frisst. Die Tibra wird schauen, dass sie ich eine Apotheke finde. Wenn es ein halbwegs eine Ähnlichkeit hat mit vor dem Patch, also mit der 16.1 oder 2, was das war, wo wir eigentlich begonnen haben, dann sollte da irgendwo in der Nähe, er ist genau über uns, sollte irgendwo komm in der her, Nähe, er kommt, ich glaube jetzt kommt er runter. Zu mir? Schaut aus, wie wenn er sich jetzt nach unten drehen wird. Du miese kleines Sau. Nein, er kommt zu mir. Oh, hat mich. Saufig. So, wo ist er? So, da. Ist er. Achtung! Ich habe ihn. Du hast ihn. Haben wir da keine Federn gekriegt? Wo ist er jetzt? Na, du hast ihn nochmal drauf und weg ist er. Ja, aber da muss er trotzdem... Da kommt nichts raus, oder was? Was ist denn das für eine Mogelpackung? Hast du keine Federn bekommen? Puh, ich habe 34 Federn. Keine Ahnung, wie viel ich vorher gehabt habe. So. Gut. Machen wir uns auf den Weg. Der Tag ist kurz, die Der Arbeit Tag ist viel. Kurz. Genau, geh vor. Genau, geh mal vor. Geh mal vor, ja. Wart. Achtung, up, bin unten. Boah, bin nicht unten, warte mal. So, jetzt. Ja, das ist so komisch. Eigentlich ist es eh schon wurscht. Setzt du die Wutframes oder soll ich? Ich setze das. Passt. Dann bin ich schon unterwegs, Holz farmen. Okay. Ich suche und hoffe, finde eine Apotheke. Irgendeine Idee, wo sie denn sein könnte? Naja, ich würde... Nur straks da rein. Mal, Osten, da geht's nach Süden. Ich würde jetzt da halt da den Rand entlang einmal laufen. Den Rand also Richtung... Wo okay. Richtung Süden praktisch. Und da so die Stadt einmal unten. Oh, okay. Also ich war ja vorher genau an dem Eck, wo wir jetzt da die Wäscherei haben. Ja. Aber normalerweise in so einer großen Stadt gibt es irgendwo eine. Ja. Wer zumindest... Genau, ja, genau so wie du jetzt unterwegs bist, genau. Recht schön. Da waren wir schon drin. Ja, da habe ich gepflanzt und gepflanzt. Ich pflanze ständig was. Jemanden. So. Ein Vogelnestchen. 23 Federn, die sind nämlich auch wichtig. Wir brauchen nur Pelle. Okay. Schauen wir mal. Ich werde versuchen, das verbrannte Gebiet zu meiden. Ja, die Hitze macht uns da drinnen nur zu schaffen. Yep.
Ja, und alles bumm voll von so Bastis und so. So, na dann laufen wir mal. Oh, ich habe nur 24. Ja. So, den bauen wir auch gleich ab, weil wir haben ja, wie ihr wisst, den Loot abgedreht. Also einmal entnommen ist es aus. Open. Das bauen doch nichts mehr nach. Die hässlichen Duien entfernen wir. Okay, was ist das? Was ist das? Open. Konzerthalle. Ja, so ungefähr schaut das aus. Dicker, bleib mir fern. So, das nächste Bändchen. Da wackelt einer. Ich schaue natürlich überall rein. Könnte ja sein, ne? Vielleicht liegt denn das im Mistkübel. Oh, Painkillers. Passt. Ja, eine Möglichkeit gibt es ja nur das Bio-Antibiotika, ne? Ja. Aber ich glaube, da fehlt uns auch was, weil da braucht man Chlorapyrazin oder so. Aber die könntest du notfalls holen von der ersten Hütte. Da ist ja die Höhle drunter. Da waren Pilze drinnen. Im schlimmsten Fall. Ach du, das kann man nämlich, glaube ich, in der Kochstelle zubereiten. Bevor es klar kennen soll. Nein, das muss ich nicht. Hä? Das war bei dir. Ja, ja. Krankenschwester. Ja. Oh, nein, nix. Leider nix. Pilze, genau, Pilze in der Kochstelle. Oh. Naja, musst vorher schauen, Antibiotika eingeben, aber ich glaube, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Oh. Ah ja. Wackeltackel. Ein Wackeldackel. Ja, wenn ich den weg habe, schaue ich da kurz nach wegen dem Rezept. Okay. Und du kannst da weiter suchen. Zack. Ah, okay. Ah. Ja, kann das wahr sein? Jetzt standen wir ein zweites Mal hintereinander. Okay, also da sind wirklich einige. Oh, der Geier! Stirbst du irgendwo? Geier im Anflug, shit. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Na da. Okay, weiter. Was ist da? Ich weiß nicht, warum mir schon wieder so heiß wird. Ah, oh, mir ist auch schon wieder hot, das wir. Ah, okay. Ja. Und ich glaube, der Lederponcho bringt ja auch eine Kühlung, ne? Ja, der auf jeden 20, Fall. Jawohl, genau. Dann werden wir den auch tragen. Mhm. So, jetzt sollte das gleich besser werden. Was das betrifft. Oder auch nicht, so, aber ich geht runter. Okay, Vaporizer. Ja, wir haben gesagt, wir schauen für die Tibra nach wegen einem Antibiotika. Und die Antibiotika, und zwar in der Lagerstelle. Was brauche ich? Brauchst du 4-mal Schimmelbrot, 3-mal Nitratpulver und
Eine Flasche Wasser. Okay. Das ist halt einfach nur mehr als wie in der Chemiestation und fürs natürliche Antibiotika wären es Heidelbeeren, Pilze, Chrysanthemum, Nitratpulver und eine Flasche drübers Wasser. Ich würde mal sagen, 4 schimmelige Brot Nitratpulver haben wir. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich kann dann auch schauen, wenn du wüsst, wie viel Brot wir haben. Ich glaube nämlich, wir haben schon das eine oder andere. Mhm. Also schimmeliges Brot? Habe ich keins dabei, nein. 4-mal schimmeliges Brot und Nitratpulver, was? So, ich bin schon oben. Da zuckt noch. Schimmelbrot haben wir keines. Na. Ja. Okay, das heißt, ich muss den Müll durchwühlen. Heidelbeeren haben wir auch nicht, also da bräuchtest fürs... Hast du schon irgendwo einen Händler gefunden? Na, sicher wieder an der gleichen Stelle. Da drüben. Da drüben. Ja. Im ersten Gebäude. Und dann ein Stück weiter. Ah, okay. Das heißt, ich sollte mal laufen. Man muss das Geld mitnehmen. Achso, ja, stimmt. Und wieder. Schenken wir das, glaube ich. Honig oder Antibiotika nehmen. Mhm. Honig haben wir ja leider auch nicht. Ach Gott. Das ist bei mir. Ja. Na, irgendwie. So. Lauter Mist, was ich kriege. So, nachdem die Woodspikes sehr lange dauern beim Bauen, werden wir jetzt einmal die ersten eingeben. So. So, und während er die 20 produziert, schauen wir, dass wir weiter Holz finden. Ich werde da einfach rundherum alles ausräumen, was ich erwische. Ja, heute mal ruhig. Du bist ja nackt. Was sind das für Kirche? Mit nackten Damen. Sehr interessant. Schon, ja. Habe ich ja gar keines. Hirsch! Ich frage mich, soll ich den Hirsch jagen? Nein, nein, konzentrier dich aufs Antibiotika. Selbst wenn du es findest, du musst du dann nur das Gebäude wirklich einnehmen. Auch, ne? Das dauert ja diese Zeit. So. Okay. Hirsch, du hast Glück. Gut, das schaut aus wie eine Schule. Ein Huhn. Ein Huhn gibt Federn. Ja, das ist... Das hat aber schon was, ein Huhn. Huhn! Huhn! Ja, nein. Schon wieder der Pleitegeier. Der verfolgt mich. Das finde ich nicht leibend. Wenn er die noch nicht gesehen hat, einfach in die Hocke gehen. Das hilft. Okay. Huhn vor mir. Ja, so schnell kann ich nicht gehen. Das ist bei dir, oder? Ja. Aber das schon. Hat er mich schon, wenn er so krächzt? Mhm. Das hat er den normalerweise. Da würde ich mal Huhn, laufen. Huhn,
Huhn? Huhn? Ich brauche Federn. Okay, ich glaube, das Huhn hat's. Nicht da rein. Nein, da gehe ich nicht rein. Aber Tropfen hast du das, oder? Ja. Hat sich so angehört. Das Monsterhuhn braucht mehrere Schläge mit der Keule. Also ich finde keine Apotheke. So, dann produzieren wir mal. Gerne. Produzieren wir 10 Holzstacheln wieder. Fertigen. Ich glaube eher, ich gebe mich meinem Schicksal hin. Nein, aufgeben wird erst, wenn man stirbt. Tja, ja. Ist der gesehen bei mir? Ja. Ich habe durch Zufall die Apotheke gefunden, da findest du schon was. So, weiter geht's. Ich könnte in der Kirche mich segnen lassen, ne? Oh, das da hinten schaut vielversprechend aus. Kommt das raus? Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Da ist schon wieder ein Geier. Ich weiß nicht. Neben vom brandenburgischen Gebiet ist es kalt. Ist Schnee. Wie okay. Finde ich das? Naja, das verbrannte Gebiet heißt ja nicht. Dass dort sonst da heiß ist, ne? Können wir dort brennen. Brennt ja auch in Alaska. Ja, schon richtig. Okay. So, zack, zack, zack. So, ich habe zwei Brennende im Arsch. Kaninchen. Was haben wir da? Fire Station. Ha, ja, da knistert. Feuerwehr oder was? Mhm. Gebäude. Haben die Dynamit vielleicht? So. Und schon ist der Fokus von der Diebe. Woanders hingerichtet, ja? Antibiotika auf Dynamit. Ja, das geht recht schnell. Ah ja, das ist ein paar Häuschen. Schauen wir mal. Ich kenne ja dann zumindest die Gegend. Ne? Hat ihr was? Jo. Also, dass in der Stadt keine Apotheke ist, das kann nicht sein. Au, Schneeriese. Das. Da werden wir sich vorbeischleichen. Schneeriesen brauche ich nicht. Also, so schnell sein das. Da! Fuck! Was? Kann ich das schon gleich übersehen. Ein Baum? Weil ich mich nicht. Ja, genau. Weil ich nicht hocke beim Arbeiten. Was bist denn du für einer? Ja, ich scheine hier ganz oder kurz allein zu sein. Jetzt gibt's einen neuen Wackeltackel. Ah, super. Hat eine Latzhose an, Vollbord, Glatze. Okay. So Hilibili. Gut, ich laufe weiter. Also die Stadt ist ja riesig. Leerer Zombie-Farmer. So, um nicht ganz mit leeren Händen nach Hause zu kommen, habe ich mal ein bisschen was gefarmt. Bist du jetzt rundherum? Nein. Noch nicht. Ich finde keine Apotheke. Moment, was ist das? Was ist das? Okay, ja. Super. Da ist ein Friedhof.
Schniffstein. Mitten im Verbrannten. So, dann stellen wir wieder mal ein. Stacheln. 10 Stück fertigen. 35 haben wir schon. Okay, einfach ein brennendes Fass. Scheiße, ist so. Ja, das ist. Zumindest. Will ich nicht sagen, aber mich hätte es ja schon gewundert, wenn wir in Tag 7 erleben, ohne dass irgendwas ist. Weil entweder haben wir Wanderhorde, irgendwas halt immer oft, dass wir. Irgendwas ist den immer Tag dabei für uns, ne? Verwenden können, um abzusichern. Ich werde mich bis Mittag damit beschäftigen, Apotheke zu finden. Ich nehme gelegentlich ein bisschen Holz mit. Ja. Nicht schrecken, ja? Was da so unterkommt beim Laufen und Suchen und was schnell mitgeht. Was sich schnell mopsen lässt. Genau. So. Oh ja, und Nester vor allem. Zu entdecken. So, nehmen wir da die Nadelbäume raus. Ich würde sagen, wenn wir den abbaut, haben wir dann auch schon wieder die nächste Steinachs durch. Okay, ich habe da leider nicht so viele. Nein, ich habe schon noch zwei. Okay. Ja, schon vorher. Bitte zerlegen. Und noch eine. Das ist doch etwas zermürbend. Was denn? Ha, dafür eine Autobatterie, ne? Bitte. Ja, schon langsam wird's Minibike konkret. Ja. Ich würde mich schon so auf ein Minibike freuen. Okay, quer durch die Schulter der Pfeil. Den habe ich vorbeigeschossen, den zweiten. Geh weg da von meinem Stein. Geh weg. Weg. Na bitte. Okay. Was ist bei mir, bei dir? Infizierter Überlebender. Was wäre ich oder du? Ja, du auch, ja. Und ich hab da gerade einen erledigt. Da ist schon höher. Hm? Ach so, weil ich das noch nicht rausgenommen habe. Okay. Was denn? Ich habe mich gerade gewundert, warum jetzt da der das Grippe überbleibt, obwohl ich es abgebaut habe. Aber das ist, wenn was drinnen ist. Den nehmen wir auch noch mit. Hm.
also momentan ein Armeelager. Das Achtung, Mine. Ja, Nummer 1, aber da könnte auch Antibiotika sein. Ja, jeden schon diese Droge. Aber ich mache mal einen Bogen drumherum. Als Schießer. Das Armeelager hat ja jede Droge. Ja, klar. Okay. Duct Tape. Naja. Keine Zeit für euch. So, was haben wir da Interessantes? Weiter. Knistert es bei dir? Trapp, trapp, trapp. Nein, knistern tut es nicht. Ah ja, dann ist es bei mir. Mm-hmm.